Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können. Den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mal buchstabieren konnte. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Die erste war vor 2 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Gabe stand etwa 1 Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Und dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das gar stumm. Bei der 5. Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten. Aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Und jetzt... Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Naja, ich hab nicht gehört, wie Gabe angerufen hat. Aber er hat gesagt, dass er durchgekommen ist. Wenn Gabe das gesagt hat, dann glaube ich ihm das, Mac. Was sagst du dazu? Ich hab dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute. Dies ist eine Laufenermittlung und... Wie wär's, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen, hm? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Ryan. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen.
Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort. Schwachsinn, Dad! Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß... Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab... Hört auf! Hört sofort auf! Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Charlotte, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Bin ich schuld an seinem Tod? Ach, wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, halt den Mund, verdammt. Nein. Nein, na los. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Komm schon, Jungs. Ich will nicht eingreifen müssen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Warum nicht dir? Das reicht. Ihr geht besser. Na los, raus! Alex? Hey, scheiß auf diese Typen. Ja. Alles okay? Im Moment. Mal sehen, wie lange es anhält. Du musst dich nicht zusammenreißen. Danke. Willst du... Ich habe nicht aufgeräumt, aber... Willst du reinkommen? Klar. Du spielst Gitarre? Ja, schon. Damals. Cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen. Ja. Das hier ist vom letzten Jahr. Wir... Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht.
was? Er hat sie echt behalten. Dieser Arsch. Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Na klar. Ah, kein Problem. Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. So, meine Freunde, meine Cam ist schon wieder hängen geblieben, warum auch immer. Aber ich wünsche euch nochmal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge. Life is Strange, True Colors. Nach dem tragischen Tod von Gabe hatten wir jetzt nun eine, eine nicht so schöne Trauerfeier. Beziehungsweise hat sie schon angefangen und hat dann scheiße geendet, sagen wir mal so. Ich werde mal eben die Kamera noch fixen. Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt schon wieder aufgehängt, also warum sie sich aufgehängt hat, aber so ist dem halt. So, farblich passt sie sich jetzt nochmal an. So, so, hallo, jetzt seht ihr. So, nach diesem kleinen Cut geht's jetzt endlich weiter. Und ich hoffe, es bleibt jetzt auch so. Ich habe jetzt mal den Steckplatz geändert von dem Controller, dass sie... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag der keine 4 Steckplätze an dem USB-Erweiterungsding. Aber naja, was soll's. Wir schauen uns erstmal um. Wir haben ja hier dreckige Kleidung von Alex, schätze ich mal. Sich anzuziehen sollte nicht so schwer sein. Und doch. Tja. Anscheinend spüren wir jetzt die Kräfte auch so. Echt witzig, dass Gabe bei einem Lab mitmachen wollte. Das hätte ich so gern gesehen. Eine meiner glücklichsten Erinnerungen. Danke, Gabe. Ich frag mich, wie es ihr wirklich geht. Der Tag mit Gabe scheint eine Million Jahre zurückzuliegen. Es ist nicht mal eine Woche her. Hey, Shushu. Danke, dass du hier bist. Ist ein kleiner Hamster, wenn ich das richtig sehe. Der kleine, süße Hamster. Und dann würde ich sagen... Kicker-Champion? Warum macht sie das so traurig? Vor allem ist das falsch geschrieben, oder? Fußball? Fußball? Gehen wir mal in ihre Erinnerung. Bis gleich. Herausfinden, was wirklich mit Steph los ist. Uff. Sie hat sehr viele Erinnerungsstücke. Zuerst der Kickertisch. Alter, lass gut sein. Ich habe mein Busticket schon gekauft. Okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wenn ich gewinne, musst du bleiben. Wenn du gewinnst, bezahle ich dein Ticket. Du hast soeben $50 verloren. Oh ja, das kann man sich nochmal anschauen, wenn man will, aber muss nicht sein. Der Plattenspieler. Wie heißen die nochmal? Don't shit on my yard. Die sind mega. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Und jetzt das Herzstück von ihrer Trauer. Die Flasche. Ah, nee, hier ist noch ein Heft.
scheiß blauer Meteorit, total overpowered. Oh, ist dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Dann schlafe ich heute wohl hier. Videospiel, kein Heft, Videospiel. So, und jetzt aber zum Herzstück ihrer Trauer. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen. Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Oh ja. Das hätte. Hätte, aber hätte nicht. Ihre Traurigkeit ist so stark. Hoffentlich kann ich helfen. Okay. Gehen wir mal ins Gespräch rein. Da werde ich, also eine Sache will ich noch kurz ansprechen. Als kleine Umfrage für euch. Ist es für euch genehm, wenn ich die... Warum Steph so aufgebracht ist? Ja. Ob ich, dass ich die Cam auch in den Gesprächen anlasse oder ob ich die dann ausschalte und danach wieder anmache, wenn wir uns einfach wieder frei bewegen können. So, als kleine Umfrage für euch, einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Für mich mache ich sie jetzt aus, weil es atmosphärischer ist, meiner Meinung nach. Aber ihr entscheidet. Diese Auren in der Steph? Sorry. Das ist mir voll peinlich. Ich brauche nur etwas Zeit. Okay. Ihre Traurigkeit ist so stark. Hoffentlich kann ich helfen. Okay, anscheinend haben wir irgendwas übersehen. Oder? Wir können... Bei ihr können wir nichts mehr machen gerade. Haben wir irgendwas übersehen? Warte mal. Okay, okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Das Wenn ich gewinne, ja schon. Musst du bleiben. Das kennen wir ja schon. Den Plattenspieler hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Ihre Traurigkeit ist so stark. Hoffentlich kann ich helfen. Ich würde gerne helfen, aber irgendwie... Ah, hier ist noch eine Tasse. Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, habe ich's dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an, ich ziehe nächste Woche nach Denver. Du machst was? Ich denke, ich weiß jetzt genug, um ihr zu helfen. Ich verstehe. Die Tasse hat uns gefehlt. Also, um die Geschichte kurz für euch zusammenzufassen. Sie hat einen Radiojob in Denver gekriegt. Den nimmt sie aber nicht an. Sie hat einen Radiojob hier bekommen. Den nimmt sie aber nicht an, weil sie nach Denver ziehen will. Dann kam das Kickerspiel, was sie verloren hat. Das heißt, sie bleibt hier. Gabe bezahlt das Busticket nicht so. Dann haben sie ein bisschen Musik gehört, ein bisschen gefeiert. Dabei haben sie Videospiele gezockt und getrunken. Und dann hat sie halt verloren. Und hat sich dann dazu entschieden, beziehungsweise muss sie hier bleiben. Musste sie hier bleiben. So. Dann helfen wir ihr mal. Ich kann nicht glauben, dass er fort ist. Ja. Er ist der einzige Grund, warum. Sorry, Alex. Ich komme gleich klar. Hast du Bock auf ein Match?
Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Ich hab es mir gedacht. Naja, du lagst richtig. Ich glaube, jetzt ist kein guter Moment. Na gut. Easy Snack. Also dann bis 5? Ja, von mir aus. Oh Gottes Willen, nein, bitte nicht. LT und LB, ja, RB und... haben du und Gabe gespielt. Das war eins unserer Lieblingsspiele. Dann musst du echt gut sein. Mhm. Oh. Oh, Alter. Du warst in der Band, oder? Ja. Was spielst du? Drums? Alter. Wie ist das complicated? Ist das complicated? Oh. Den muss ich spielen. Den. Und rein. Na, den da. Den. Den, den. Na. Und rein. Dann spielen wir wieder den. Ach. Torwart. Oh, den. Alter. Hör mal auf. Jetzt. Jawohl. 5 Punkte. Hab gewonnen. Wow. Was eine Überraschung. Ich meine, du hast dein Bestes gegeben. Ich meine, das war offensichtlich nicht mein Bestes. Nein. Ist okay. Ist ja auch nicht so leicht. Erfordert Skill, Timing und unbedingten Siegeswillen. Oh, ist das so, ja? Okay, okay. Ohne Scheiß. Dieses dumme Spiel mit dir zu spielen, ist genau das, was ich jetzt brauche. Dann los. Oh Gottes Willen, nein, bitte nicht. Die macht mich fertig. Die will's wissen. Oh. Mal werde ich mir auch Mühe geben. Also gib alles. Ich konzentriere mich. Na? Wir wollen ja nicht, dass du. Du bist aber schlecht. Ja. Du bist schlecht, bist du. Ah. Oh! Torwart! Abblocken! Abblocken! Die Mannschaft muss abblocken! Die beste Nein! Band aller Zeiten. Los. Und ist das jetzt. Dein Versuch, mich abzulenken? Oh. Natürlich nicht. Oh. Was hat sie denn gemacht? Hallo, Tor. Slita Kinney, falls du es wissen wolltest. Nein! Sie hat ein Tor. Ich glaube es nicht. Ich wollte sie zu null fertig machen. Hey, 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 hey! Oh, Alter. Hör mal auf! Ja, ja, ja. Okay. Alter, das war ein krasses Tor. Warum? Oh, oh Gottes Willen, das war ja das schlechteste Tor überhaupt. Okay. Sie macht mich gerade nass. Also ohne Scheiß, sie ist krass. Ohne Witz jetzt hier. Sie ist krass. Oh, jetzt macht sie aber... Oh, jetzt macht sie ernst. Okay, sie lässt einfach reinrollen. Scheiße. Das ist ein Sieg. Diesmal habe ich mich sogar wirklich angestrengt. Okay, nicht so schnell. Alles oder nichts. Krieg dich nicht noch eins. Das ist der ultimative Kicker-Champion. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ach, jetzt macht sie mich nass. Du weißt genau, dass Gabe auch voll dabei wäre. Na dann abgemacht. Nein. Ich mag nicht mehr spielen. Okay, rein da. Jetzt geht's um alles. Hey. Streck dich an. Hey. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall blinken lassen. Nee, das stimmt. Hey, sag mal, stehst du auf Frauen? Fuck. Jetzt macht sie mich aber nass. Torwart. Ich muss hier erstmal wieder klarkommen mit den... Alter, was ist denn falsch mit ihr? Alter, sie macht einen richtig kaputt. Beides. Ich gehe mit jeder Person aus, solange sie mein Typ ist. Was ist denn dein Typ? Ich sag's dir, wenn ich die Person treffe. Hallo? Alter, sie hat mich nass gemacht. Oh, fuck, yes, na endlich!
Die Festung Chen wurde zerstört! Gutes Spiel. Danke. Du bist die hat doch geschummelt. Das macht keinen Spaß. Die hat geschummelt, ich sage dir. Die den Sieg zu verderben. Ich habe trotzdem gewonnen. Ich habe 2 Spiele vorher gewonnen. Irgendwie verrückt, dass du genau wusstest, was mich aufmuntern würde. Naja, dazu gehören immer 2. Und ich hab's noch mehr gebraucht. Die gehört jetzt wohl ihr. Und was machst du jetzt? Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Ich weiß nicht, was mit Mac los ist. Was er sagt, macht keinen Sinn. Ja. Ich weiß, ich muss herausfinden, was genau an diesem Abend passiert ist. Für mich selbst und für Gabe. Und für Gabe. Du kannst auf mich zählen. Egal, was kommt. Danke. Das bedeutet mir viel. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Bis dann. Nächstes Mal spielst du ohne Schummeln. Blöde Kuh, ey. Hat die einfach im letzten Match geschummelt und mich 5-0 abgezogen. Ich glaube, es hackt bei ihr. Junge, Junge, Junge. Aber so ist das. Machst du nicht? Oh Leute, wir sind ja schon am Folgenende. Oh mein Gott. Ich bin sicher, dass Gabe angerufen hat. Aber hat Mac die Explosion nur ausgelöst, weil er sich an ihm rächen wollte? Das erfahren wir noch nicht in der nächsten Folge, glaube ich. Aber wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge erst weitermachen. Wahrscheinlich werde ich diese Folge jetzt in 2 Folgen schneiden. Das heißt, ich habe jetzt eine halbe Stunde für mich gespielt. Ihr kriegt natürlich 2 15-Minuten-Parts. Oder ich werde sehen, wie ich das mache. Ansonsten lasse ich die halbe Stunde. Aber jetzt fürs Erste erstmal bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.